Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu meiner persönlichen Sega Mega Drive One Continue Challenge. Heute wird es gruselig mit Real Monsters, aber mehr dazu nach dem Intro. So Leute, wir starten mit Real Monsters und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich als Kind sehr gerne geguckt. Ich glaube, ich habe davon die Super Nintendo Version gespielt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, um ehrlich zu sein. Kleiner Fun Fact, seit heute Dienstag, also für euch, die es jetzt Mittwoch sehen, seit gestern, ist Real Monsters mit allen Staffeln bei Paramount Plus erhältlich und ihr könnt es wieder gucken. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Das Spiel ist ein bisschen, naja, es ist crazy auf jeden Fall. Das ist ein crazy Game. Wir müssen mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Also wir haben gerade gesehen, wir müssen einen Schuh finden. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie das alles geht. Das darf man nicht, das ist spitz. Na, das geht nicht. Ach ja, und Leute, Grüße an die Telegram-Gruppe. Wir sind nur noch zu siebt. Die Spreu hat sich vom Weizen getrennt und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich total cool. Und ich finde es auch total cool, dass wir eine weibliche Person dabei haben, die das Hobby Retro Gaming auch mit uns teilt. Ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Und ich möchte die Chaoten auf jeden Fall ein bisschen hier in den YouTube-Kanal mit einbinden. Aber bevor wir das machen, muss ich erstmal jetzt hier das Spiel schaffen. Also werde ich es nicht schaffen. Aber nein, nein, Leute, ihr sollt auf jeden Fall mit dabei sein. Ich glaube, das kommt ganz gut. So, jetzt kommt wieder diese Stelle. Ich muss zugeben, ich habe das vor ein paar Tagen, als ich dieses Sumo-Ringer-Spiel aufgenommen habe, kurz danach, also eigentlich direkt nach diesem Spiel, wollte ich das aufnehmen. Aber ich war halt einfach zu sehr abgefuckt gewesen. So, und das Problem ist, ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, an was es liegt. Es ist einfach komplett komisch. Ich weiß, dass man die Figuren wechseln konnte. Aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht kann. Es ist mir nicht möglich, die Figuren zu wechseln. Es ist mir nicht möglich. Ich weiß nicht, an was es liegt. Weil ich glaube, der Regenschirm muss hoch. Ich bin mir nicht sicher, was da Sache ist, Leute, ehrlich. Ich check das auf jeden Fall jetzt nochmal. Aber das ist irgendwie, glaube ich, für diese Figur wirklich unmöglich, da hochzukommen. Ich muss ja da hoch. Ich muss ja auf jeden Fall da hoch. Leute, ich mach mal hier kurz Pause und check mal die Controller-Einstellung. So Leute, da bin ich wieder. Ich muss gucken, ob sich was geändert hat, aber es hat sich an der Controller-Einstellung nichts geändert. Ich kann euch nicht sagen, an was das liegt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass man die Figuren wechseln kann. Es ergibt doch gar keinen Sinn, die Figuren nicht wechseln zu können. Leute, ich denke, man merkt auf jeden Fall, dass ich hier eine ROM spiele, weil ich das Spiel halt selbst nicht in meiner Sammlung habe, also noch nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, das holen wir einfach nochmal nach. Was soll ich machen? Das müssen wir nachholen, wenn ich es auf Original-Basis habe. Weil ich bin der Meinung, du kannst auf jeden Fall die Figuren wechseln. So war das auch in der Super Nintendo-Version. Oder in der Version, die ich halt gespielt habe. Und ich bin mir sicher, ich habe die Super Nintendo-Version gespielt. Aber ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ehrlich, Leute. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut, Alter. Warte, ich muss mal ganz kurz hier die Musik ausmachen. Ja, Leute, würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Ich hole das auf jeden Fall noch einmal nach. Also, das Kapitel ist noch nicht geschlossen. Weil ich weiß, dass du die Figuren wechseln kannst. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht kann. Ich habe keine Ahnung. Aber dieses Mysterium werden wir auf jeden Fall lösen. Leute, sollte euch das gefallen, was ich hier mache, bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!